du da bist heute. Wir machen heute ein lineares Power-Workout und fangen direkt auf der Matte an. Komm mit mir gleich auf die Matte in den Vierfüßerstand. Positioniere deine Handgelenke unter der Schulter, deine Knie unter der Hüfte. Und wir fangen an, die Schulterblätter auseinanderzuziehen. Im Wechsel Katze, Kuh, also Schulterblätter zusammen, Schulterblätter auseinander. Im Wechsel mach dich rund. Und komm in ein ganz leichtes Hohlkreuz. Mach die Übung so, wie sie dir gut tut. Noch zweimal. Bleib dann in der normalen physiologischen Form der Wirbelsäule. Mach die Arme lang, zieh deinen Po nach hinten zur Ferse, wander mit der Nase nach vorne, drück dich nach oben und komm in so einen ganz kleinen Kreis wieder nach hinten. Noch zweimal. Und bleib vorne mit mir stehen. Wander mit den Knien nach hinten. Bauchnabel ganz fest nach oben drücken. Die Arme beugen. Komm mit mir in eine Bauchlage. Den Fußspann auf den Boden legen. Die Handflächen stehen neben der Brust. Die Ellbogen sind ganz nah am Körper, die Schultern weit weg von den Ohren. Der Kopf ist leicht vom Boden gehoben. Blick nach unten, du hast einen faltenfreien Nacken. Bauchnabel ganz leicht von der Matte gedanklich nach oben lösen und heb im Wechsel gestreckt die Beine. Pobacken aktivieren und schieb deine Beine im Wechsel nach oben. Wir ändern die Bewegung ein bisschen. Wenn wir das linke Bein nach oben heben, drücken wir uns mit dem linken Arm nach oben. Wenn wir das rechte Bein heben, mit dem rechten Arm nach oben. Und den Blick kannst du schon mal so ein bisschen Richtung Bein nehmen. Die Ellbogen bleiben ganz nah am Körper. Und werd immer größer mit der Bewegung. Drück deinen Körper nach oben, heb dein Bein und nimm den Blick zum Fuß. Noch zwei auf jeder Seite. Drück dich in der Mitte nach oben, schieb den Po Richtung Ferse, kurz entspannen, löse deine Handgelenke von der Matte, entspann die. Und komm mit mir in den Vierfüßerstand zurück. Blick nach unten, die Handgelenke sind unter der Schulter. Stell die Zehenspitzen auf, schieb deinen Po nach oben, Fersen Richtung Boden. Mach die Handgelenke lang, Gewicht ist auf allen 10 Fingern. Du solltest keine Probleme mit dem Handgelenk bekommen. Schüttel deinen Kopf, der hängt ganz entspannt zwischen den Armen. Und jetzt beug im Wechsel die Beine, marschier ein bisschen und versuch jedes Mal die Ferse mehr Richtung Boden zu bekommen. Thank you.
beiden Fersen Richtung Boden. Schiebt die Hüfte einmal lang nach oben. Beugt deine Knie nach unten, Po Richtung Ferse. Entspann deine Handgelenke. Entspann den ganzen Unterarm. Wenn die Übung auf den Handgelenken oder mit den Fingern gar nicht geht, kannst du dich auch jederzeit auf die Unterarme begeben. Kommen wir nochmal in diese Stützposition. Drück dich nach oben, schieb dich lang nach hinten, Fersen Richtung Boden. Jetzt lösen wir das rechte Bein, streck es einmal lang nach oben, setz das Bein wieder ab, mach das gleiche links. Wechsel einmal rechts und einmal links, lang nach oben strecken. Spür die Länge im Bein. Einmal nach jeder Seite. Beug die Knie, setz den Rücken ab, entspann nochmal die Handgelenke. Dann kommen wir nochmal in die Stützposition. Die Handflächen sind unter der Schulter. Stell hinten rechts, links im Wechsel die Zehen auf. Wir sind eine Linie vom Scheitel bis zu den Fersen. Schieb dich mit den Zehen einmal nach vorne und wieder nach hinten. Wie ein Brett. Bauchnabel fest, nach oben drücken. Ein letztes Mal nach vorne, nach hinten. Setz die Knie nacheinander ab und komm mit mir auf den Po. Setz dich auf beide Sitzbeinhöcker. Die Knie und die Zehenspitzen schauen in eine Richtung. Bauchnabel fest nach innen drücken. Wir legen den Oberkörper ganz sanft nach hinten, nehmen beide Arme in Verlängerung des Körpers nach oben, drehen jetzt den Oberkörper nach links, beide Arme wandern auseinander, wieder zur Mitte, Arme nach oben, andere Seite, Arme auseinander, nimm deinen Blick immer mit der Hand mit, die nach hinten schaut. Genieß diese Rotation der Wirbelsäule. Ab dem Bauchnabel abwärts bewegt sich nichts mehr. Du bleibst hier ganz stabil. Alles, was sich bewegt, ist nur die Brustwirbelsäule, Oberkörper. Schultern fließen nach unten, weit weg von den Ohren. Einmal noch jede Seite. Bleib in der Mitte und roll dich ganz langsam hier für die Linie nach unten. In Richtung Matte. Stell dir vor, du drückst die Wirbelsäule gedanklich richtig auf die Matte. Die Hüfte ist wie so ein Anker, die hält uns ganz fest auf der Matte. Streck dein linkes Bein nach oben, das rechte Bein nach vorne unten.
Hol deinen Oberkörper nach oben, die Schulter und der Kopf lösen sich von der Matte. Zieh mit den Armen dein Bein gestreckt zum Körper und wechsel. Während du ein Bein gestreckt ranziehst, kann das andere nach vorne unten sinken. Behalte deine Rumpfkraft, also Bauchnabel, fest nach unten drücken. Blick ganz neutral zwischen die Beine richten. Zwischen Kinn und Brust ist ungefähr Platz für eine Faust. Die Schulter und der Kopf bleiben auf einer Höhe, die bewegen sich nicht mit. Sehr, sehr gut. Noch viermal jedes Bein nach vorne unten bewegen. Noch drei. Noch zwei. Ein letztes Mal. Die Beine beugen, den Oberkörper ablegen. Lass beide Knie zusammen, kreisel dich auf deinem Steißbein. Massiere dich. Die Richtung wechseln. Und bleib nochmal in der Mitte. Streck jetzt nochmal ein Bein nach oben aus, ein Bein nach unten. Hol deinen Oberkörper, Schulter und Kopf von der Matte und leg immer alle fünf Finger aufeinander hinter dem Bein, das zu dir nach oben kommt. Also gezielt ein Bein nach unten sinken lassen und hinter dem anderen, ohne dass du es wirklich sehen kannst, die Finger aufeinander legen. Wir schulen damit ein bisschen die Eigenkörperwahrnehmung. Einmal noch jedes Bein. Und dann halte dich am Bein, roll dich nach oben auf und komm auf beide Sitz beim Hüpfer. Streck deine Beine nach vorne aus. Du sitzt in so einer ganz leichten Grätsche. Versuch deine Beine, deine Oberschenkel zu aktivieren, sodass du deine Beine streckst. Stell dir wieder vor, am Scheitel ist ein Faden, der zieht dich lang nach oben. Die Schulterblätter ziehen nach unten Richtung Hosentaschen. Öffne deine Arme seitlich, Handflächen schon nach oben zum Himmel. Ab dem Bauchnabel abwärts bewegt sich nichts mit. Wir drehen nur den Oberkörper wieder rechts, links. Genieß diese Rotationsbewegung. Aktiver Beckenboden, stell dir vor, du drückst beide Sitzbeinhöcker aufeinander zu. So kannst du noch stabiler auf der Matte sitzen. Jetzt wird die Bewegung ein bisschen größer. Wenn wir uns nach links drehen, ziehen wir den rechten Arm nach vorne zum linken Bein und der linke Arm zieht nach hinten. Blick folgt dem linken Arm nach hinten. Die Wirbelsäule wird richtig schön rund. In der Mitte richten wir uns wieder auf. Wirbelsäule gerade. Rotation und Seite wechseln. In der Mitte immer aufrichten.
Brustbein nach oben schieben. Zur Seite neigen und Wirbelsäule runden. Einmal noch jede Seite. Und bleib in der Mitte. Kurz die Beine anwinkeln. Ganz leichter Schneidersitz an, den Oberkörper nach vorne schieben. Kurz entspannen. Tief durchatmen. Nochmal in diese Position der Grätsche. Ich rutsche ein bisschen weiter nach vorne ans Mattenende. Ich roll nämlich gleich die Matte nach hinten. Wir wandern langsam. Wirbel für Wirbel. Du kannst dich gern seitlich mal ein bisschen am Körper festhalten. Wirbel für Wirbel langsam nach unten. Die Arme wandern einmal über den Kopf. Wieder nach vorne. Wir rollen uns Wirbel für Wirbel auf. Machen hier vorne die Bewegung von gerade eben. Bleiben immer in der Mitte. Rollen uns langsam Wirbel für Wirbel nach unten ab. Kommen Wirbel für Wirbel nach oben. Und gehen in diese Rotation. Ziehen uns einmal schön auseinander. Und in der Mitte wieder zurück. Mach das Ganze in deinem Tempo. Wenn du es mit ganz gestreckten Beinen nicht ganz schaffst, dann kannst du auch deine Beine ganz leicht anwinkeln, dich immer ganz leicht an den Beinen festhalten, dann nach unten und dann nach oben kommen, zieh dich mit nach oben und geh dann in diese Rotationsbewegung. Wir machen noch zwei zu jeder Seite. Wir legen die Beine an, kommen in die Mitte der Matte, stellen einmal das rechte Bein über die Matte drüber, das Knie steht wieder über dem Sprunggelenk, die Hüfte schaut nach vorne, bleibt geradlinig, den Bauchnabel ganz fest nach innen drücken und jetzt neigen wir den Körper einmal nach rechts, einmal nach links und versuchen das Gleichgewicht zu halten. Zieh dich jeweils einmal diagonal zur Seite und dreh dich mit dem Rumpf um den Bauchnabel. Die Übung dehnt nicht nur unsere Flanken, sondern ist auch wieder so eine Gleichgewichtsübung. Einmal noch zu jeder Seite, dann wechseln wir das Standbein vorne. Einmal wechseln.
noch jede Seite. Und Füße. Komm mit mir wieder in den Vierfüßerstand. Handflächen wieder unter die Schulter. Die Zehenspitzen wieder aufstellen. Wir drücken uns wieder nach oben. Lange Arme. Gewicht auf alle 10 Finger. Die Fersen der Füße drücken Richtung Boden. Neutrale Halswirbelsäule, der Kopf ist locker. Löst dein rechtes Bein, zieht es einmal lang nach oben und holt das Bein mit Schwung unter dem Körper, stell es vorne neben die rechte Hand ab. Drück dich mit dem Oberkörper nach oben, das Knie steht über dem Sprunggelenk. Zieh dich einmal lang nach oben, nimm die Arme zur Seite, geh in die Mitte hoch. Und tief. Nochmal fest nach innen drücken. Schulterblätter hinten an die Wirbelsäule drücken. Handflächen schauen nach oben. Noch zweimal hoch tief. Dann streck dein vorderes Bein, stell hinten die Ferse ab. Vorderes und hinteres Bein sind mit der Ferse auf einer Linie. Streck dein Bein, mach dich lang, zieh dich lang nach vorne Richtung gestrecktes Bein, Steißbein nach innen. Zieh nach vorne, kipp nach unten, rechter Arm Richtung rechtes Bein. Blick folgt entweder der Hand oben oder dem Bein unten. Spür die Kraft in den Beinen. Drück dich nach oben, einmal ausgleichend in die andere Richtung. Und wieder zur Mitte zurück, beug dein Bein, komm wieder nach unten, klapp dein Bein ein, komm zurück mit der Ferse nach unten, hoch nach oben, entspannte Halswirbelsäule, löse jetzt dein linkes Bein nach oben, mit Schwung nach vorne holen, neben das linke Bein, neben den linken Arm stellen, drück dich nach oben, nimm hier die Arme wieder zur Seite. Wir gehen hier in der Mitte tief und hoch. Zweimal. Bleib oben, streck dein Bein, stell die andere Ferse ab. Schieb dein Steißbein nach innen, zieh die Arme lang. Schub nach vorne, zieh. Spür die Kraft in den Beinen. Neig den linken Arm Richtung linkes Bein. Schau mit dem Blick entweder nach unten oder nach oben. Drück die Köpfe wieder nach oben, einmal die Ausgleichbewegung nach hinten. Und wieder zur Mitte zurück, beug deine Beine, stell die Beine ab, komm wieder mit den Beinen nach hinten, schieb den Po nach oben, die Fersen Richtung Matte,
Jetzt löst deine rechte Hand und leg deine rechte Hand an die linke Wade. Versuch zu halten. Versuch die linke Ferse noch mehr Richtung Boden zu bekommen. Wechsel. Andere Seite. Wechsel. Zieh nochmal deine Fersen Richtung Boden. Löse nochmal dein rechtes Bein. Schieb es nach oben, hol es mit Schwung unter dem Körper, leg es zwischen beiden Armen ab, leg dein linkes Bein ab. Schiebt es lang nach hinten, die linke Hüfte wandert Richtung Boden und leg entweder deinen Oberkörper vorne ab oder bleib aufgeschützt. Schau, was dir gut tut. Wichtig ist, die Hüfte drückt in Richtung Boden, also beide Hüftknochen sind parallel zum Boden. Steht die Hand wieder auf, die linken Zehen aufstellen, dreht wieder nach oben. Mach das Ganze mit der anderen Seite lang machen, beugt das Bein nach vorne holen, zwischen beide Hände ablegen, rechtes Bein lang nach hinten ablegen, Oberkörper nach vorne. Richte den Oberkörper wieder auf, platziere die Handflächen unter der Schulter, rechte Zehen aufstellen, drück dich nach oben nochmal ins Brett und wandere Stück für Stück mit den Beinen Richtung Handfläche, stell dann deine Beine ab, kipp dich nach hinten auf die Ferse, lass den Kopf hängen, lass die Arme hängen und roll dich ganz langsam nach oben. Richte in der Mitte erst den Kopf auf, dann kreist die Schultern nach hinten. Böse Kreise. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und bedanke mich bei dir fürs Mitmachen.